Sehr geehrte Damen und Herren, heute einmal nicht aus dem Theater, sondern hier aus dem Kultur- und Kongresszentrum Gera, wo wir am 22. und 23. September mit Arnold Schönbergs spätromantischem Monumentaloratorium Gurrelieder eins der größtbesetzten Werke der gesamten Orchesterliteratur realisieren werden. Begleiten Sie uns ins mittelalterliche Dänemark zu König Waldemar und seine grenzenlose Liebe zur schönen Tove. Eine Geschichte um Leidenschaft, Liebe, Verrat und Mord. Und das Ganze mit der vielbewunderten Musik von Arnold Schönberg, mit seinen spätromantischen Klangballungen und diesem gigantischen Instrumentarium, 20 geteilte Geigen, 4 Harfen, 10 Hörner und vor allem einem internationalen Ensemble der Spitzenklasse unter der musikalischen Leitung von Gabriel Bebeschelea. Lassen Sie sich darum diese Gelegenheit nicht entgehen. Am 22. und 23. September, jeweils um 19 Uhr, hier im Kultur- und Kongresszentrum Gera. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.